Bei mir passt. Gerade hast du so, ja? Also, das Binden geht ja. Ach, aber schweißt ja an den ganzen ist. Der hält. Du musst schon gescheit halten. Das wird das nicht. Das Binden ist. Geht schon. Also, wie gesagt, der Holt hat die Verantwortung. Der andere wiegelt halt den Strich in einem bestimmten System, ein wenig so rundum. Anfangen tut er von mir aus gesehen rechts. Ja, dann geht es einmal so um mich. Rum um mich. Dann tut er unten um mich. Gesehen, sie ist einmal da durchgegangen. Anders nur um mich. Und oben ganz fest halten. Das ist das A und O bei denen. Die haben übrigens auch eine bestimmte Größe. Die werden da, also das ist ein 33er Abstand. Wir haben jetzt gerade einen 30er. Einen 30er. Weil der Baum wird dahinter wegen, also oben wird er da wegen. Oh ja, wie uns. Außer ihr habt ihr verkehrt rum aufgestellt. Dann ist um dieser Dicke. Aber das soll man nicht machen, habe ich gehört. Die ersten haben ein wenig länger gedauert, weil wir haben noch Winter, aber jetzt kann er es schon recht gut. Ja. Nein. Und der hält, muss oben schauen, dass das alles passt, weil sonst wird das nie was. Zeig durch, Tom. Wo da? Schön her. Zieht man da so. Und jetzt gescheit so, das wird saufest, das Ganze. Und auch wichtig, dass die Striegen nicht los werden. Deswegen haben wir jetzt gut bis Ring auf, kommen wir wieder weiter da. Ja, wie das kommt. Ein Traum, ein Traum. Jetzt haben wir Nägel nicht da. Warte, ich hol's nicht. Halt. Holst du dabei? Das will ich immer noch halten, gell? Das ist eine Vertrauenssache, gell? Wenn einer ruckelt, so dass man da. Oi. Aber hat schon passt. Jetzt ganz wichtig, dass die Striche nicht runterrutschen. Da ist eine Gewalt drauf, da sind da verschiedene Tonnen Gewicht drauf. Gell? Dann kommt das Wichtigste, wenn das alles hält und alle Nägel drin sind, dann kann man das Brettl raus. Puh, war für ganz schön anstrengend.